Oh, ja, alter Schlein. Okay, Range, okay. Wir machen jetzt schnell Durchlauf. Ich bin ein Profi darin. Guck mal, was ich mache. Ich habe Run-Speed gemacht damit. Speedrun, Chat. Oh mein Gott. Okay, wir gehen. Boah, wir haben Cash, Junge. Dieses Cash habe ich natürlich von meinem eigenen Geld. Ich habe das von meinem eigenen Geld aufgeladen, Chat. Weil ich einfach, ich bin einfach ein guter Streamer. Ich will natürlich auch alles kaufen für euch, damit ihr auch alles seht, ja. Also schätzt auch das, was ich mache für euch. Und weil ihr mir sehr, sehr viel bedeutet. An der Stelle, Twitch Prime ist kostenlos. Das lässt sich natürlich nicht umsonst bezahlen, ne? So, sage ich einfach. Wow! Warte, ganz schnell auch Nice kaufen. Wir gucken, wir gehen erstmal rein, entspannt. Wir gehen erstmal rein. Wir schauen uns erstmal den Battle Pass an. Hier sehr, sehr cool. Ich habe gesehen, dieser Battle Pass ist sehr, sehr viel auch mit den Agents kombiniert. Sehr cool. Battle Pass lohnt sich eigentlich immer. Machst du eigentlich immer Profit. Allein schon wegen den Radanit Points. Coole Karte. Coole USP. Okay, sehr cool. Boah, Gaut sieht wild aus. Also hier, die Marshall sieht echt wild aus. Gib mir so ein bisschen Anime-Vibes. Warum gibt's nicht... Gibt's irgendwas Geiles im Drainer? Oh, los, haben wir mit Fade. Diese Reihe von Skins gefällt mir sehr, Chat, sage ich. Venturi, sehr cool. Oh, jetzt kommt die AK. Die AK sieht auch sehr wild aus. Ich feiere den Styling wie... I don't know. Ist aber halt alles ohne Animation, ne? Das Knife ist clean. Wir kaufen uns das ganze Battle Pass, Chat. Das Knife ist geil, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie... So eine Animation hat von Xeon Knife. Ich glaube, das ist eine ganz normale Animation. Dachte ich mir. Ich meine, es sieht cool aus. Ey, das Knife ist wirklich vom Skin her, das sieht clean as fuck aus. Aber es ist halt ein Buttermesser. Ich finde die Animation einfach nicht schön. Stell dir mal vor, ihr macht drei Gegner. Bam, bam, bam. Ihr macht so einen richtig geilen Klick. So Flicks auch noch hinterher. Und dann zieht ihr das Knife raus. Einfach so ein Buttermesser. Das killt den Vibe. Nein, das ist schwierig. Das ist nichts für mich. Ey, ihr müsst euch bedenken, ihr kriegt das alles für 10 Euro. Von daher passt es schon. Ausgerüstet, alles ausgerüstet. Okay. Wir müssen alles erstmal ausrüsten. Boah, die Farben. Digga. Das sind monströse Farben. Das ist ein sehr, sehr, sehr giftiges Schwarz, Chat. Oh, das finde ich cool. Lila würde ich eher nehmen. Allein aus dem Grund wegen Rainer. Würde ich diese Farbe schon eher mehr feiern. Das gibt mir. Das ist wirklich die Farbe von Rainer. So, ne? Ja. Wir machen alles im Lila-Style. Aber ein Schwarz ist auch sehr wild. Sage ich euch ehrlich, Chat. Auf geht's, Chat. Auf geht's, Chat. Ein paar W's in den Chat. Ein paar W's. Ich bin mega hyped. Boah. Alter, die Waffe. Vor allem im Spray. Die hört sich geil an. Ja, die wird sich direkt gekauft. Okay, wir gucken uns die Map an. Nein, scheiß mal auf die Skins. Ganz kurz, scheiß mal auf die Skins. Also, ich bin Defender Spawn hier. So sieht jetzt die Defender Spawn aus. Wir gehen mal Richtung... Drei Bombsites. Warum weiß ich das jetzt? Es gibt drei Bombsites? Okay. Hier kannst du Richtung C laufen. Ist so eine Ram, cool. Geil. So, jetzt sind wir auf dem C-Spot drauf. Sieht clean as fuck aus. Boah, hier gibt's geile Spots, Chat. Woohoo! Hier gibt's geile Spots. Okay. Wo kann man hier mit defenden? Hier ist auch nochmal eine Box hinten. Hier kann man sich wahrscheinlich irgendwie boosten oder irgendeine Scheiße. Aber glaubt mir, Leute. Hier werden noch einige Spots, irgendwelche OP-Spots, willst du dir safe geben. Wir gehen mal weiter Richtung C. Hier ist so ein Hügel. Boah, okay, das ist OP. Jetzt gibt mir gerade voll die COD-Vibes. Auch wenn ich COD niemals gespielt habe. Okay, das ist... Oh mein Gott! Bin ich im scheiß Einkaufszentrum oder was? Okay, anscheinend bin ich jetzt gleich auch schon wieder auf B. B-Bombzeit finde ich jetzt nicht so geil. Weiß ich nicht. Hier müsste man über... Boah, das sind ekelhafte Spots hier. Und das wäre dann... Ah, okay. Hier könnte man theoretisch vom Spawn auch direkt auf B laufen. Boah. Also hier brauchst du mindestens drei Sentinels. Okay, komm, wir laufen mal hier weiter. Hier sind ein paar Boxen. Hier gehen wir Richtung Spawn schon. Hier ist auch direkt ein Orb zum Fighten. Direkt fast vom Spawn? Digga, was ist denn das? Warte mal ganz kurz, du spawnst hier? Leute, macht das Sinn? Warte mal ganz kurz. Man sollte ja immer eigentlich um einen Orb fighten, wenn man hier spawnt. Digga, du hast direkt vor der Nase. Free Orb wahrscheinlich. Ich glaube, das wirst du niemals reachen. Das Ding ist zwar, die Map ist sehr lang gezogen, also sehr breit, aber von der Länge, weil hier wärst du schon direkt im Spawn bei uns, ne? Oder? Du bist direkt im Spawn. Du kannst hier hier rauslaufen und dann bist du hier schon direkt im Spawn bei den Gegnern. Okay. Ey, was ist denn das für ein Pyramidenscheiß hier? Wie komme ich hier durch? Mache ich hier gerade irgend so ein Story-Game oder so? Oh, ah. Ah, Leute. Kurz vor dem Schatz. Okay, hier ist auch direkt ein Orb. Wo befinden wir uns? Wir sind A, Main. Boah, ich muss hier echt klarkommen. Hier ist nochmal. Okay, den Spot feiere ich mega. Ich weiß nicht warum. Den Spot feiere ich mega. Und hier ist ein Rope. Warte, das war jetzt wieder... Okay, hier kannst du auch rauslaufen. Sobald die Tür kaputt ist, kannst du hier wieder reinlaufen. Aber gibt es mehrere Gänge. Mehrere Gänge gibt es hier.
Und hier kannst du einfach runterjumpen, ne? Kannst du auch irgendwie sliden oder so? Oh, du kannst hier, wichtig, notieren, zum Mitschreiben, Chat. Du kannst hier runter, ohne Steps zu machen. Wichtig. Fast Learner, Chat. Aber so an sich, Vibe catcht mich schon. Du könntest theoretisch B-Gas und ich stand von hier. Ja, das ist geil. Wir smoken dann einfach beides direkt, Sun sofort und Abfahrt. Oh ja. Abfahrt. Also cheaten. Alles klar. Los, los, los. Wow. So, nicht anders. Nochmal B. Down. Warte, wir können es machen. Bleib los. Warte, die haben hier... Oh, ich stand ja gleich da durch. Okay, da kommt... Mit Shorty. Oh, schöner Stun. Nice, sehr schön. Ah, bank mich, bank. Lass mal rennen, ich geh mal eine Flash. Closing. Sehr nice. Pushen, pushen. Nein, schade. Ja. Ey, das ist Alter. Grinst seit einer halben Stunde da, der Penner. Meine zur neuen Map finde ich wirklich legit eigentlich ganz cool. Ich finde B ein bisschen verquatscht, to be honest. Aber sonst A-Spot finde ich sehr, sehr geil. Ja. Man kommt hier sehr schnell zu Fight. Was erstmal auch nicht verkehrt ist, meiner Meinung nach. Schon eine 8 von 10 geben. Ja, lass mal hier, komm. Ja, ich auch, wie ist dann das jetzt? Ja, die kommen. Digga, ich finde den Button nicht. So schnell, Rax. So, mach mal auf. Heal, bitte. Schiebe mal rüber. Digga, diese Wand. Wie geht die wieder auf? Nee, ich will aber auf. Ich will aber auf. Bitte einer. Okay. Ja, tschüss im Sport. Ein Gegner übrig. Ja. So ein Peak. Letzter Leben der Nice, sehr schön. Nice. Ey, diese Tür ist so verwirrend, ne? Holy shit. Ja, die ist auch viel zu laut. Jo, ich bin da gerade einmal hängen geblieben an der Tür. Leute, was habt ihr für eine Sense? 0 für 5, 400 DPI. Durch die Smoke in CT spawn. Vielleicht steht. Oh, sorry. CT spawn down, CT spawn. Ein Gegner. Nice. Ja, alles gut. Also, ganz klar, die schwarze Variante. Ja, zwei Drops sind geil. Die ist halt wirklich pervers. Obwohl, ich hab auch Ulti, wo du jetzt hast, du lade nach. Spike in A. Wow! Baby! Verteidiger gewonnen. Das war gottlos. Ich warte kurz auf den Push. Einer hat hier aufgemacht. Keiner direkt am Spot, einer an der Tür. Ja, danke. Ist der, der. Ey, das fuckt ab. Wie ist denn nichts an dem? Noch an der Close. Oh, könnt ihr rechts auf? Oh mein Gott. Gott. Jetzt benutzt ihn. Benutzt ihn. Und ciao, Baby. Aber dass du hier komplett durchbangen kannst, auch mit deinem Rifle. Theoretisch, wenn die Runde startet, könnte ich hier durchbangen. Ich versuch das mal. Oh mein Gott, ich hab gehittet. I suggest you move. Nein, hinter dir. Geh weg. Wenn sie immer noch in der Tür sein. You disappoint me. Holy shit. Thank you. Ja. Jetzt ein Knife. War der leider? Ich glaube, der ein was, Knife. Da steht. Ich glaube, wir haben gesteckt gefühlt. Ist er hier noch drin? Nice. Wollen wir mal B gehen? Full B? Alles zusammen? Ja. Wo swappt man denn da am besten? Rag, sag ich schon. Sonix, geh mal bitte Instant Prowler durch. Na, wie bist du denn gestorben? Ich war sogar. Das ist so gemein von dir. Spike down. Oh, so. Ich dachte, du bist gerade da, um mich abzuschneiden. Danke schon mal. Gut.
Nochmal. Oh oh, es kracht. Oh mein Gott, die haben geforst. In der Tür einer. Ja, die sind. Oh, einer hier. Was? Einer B. Oh ja. Nice. Oh ja. Vielleicht sogar spawn einer. Zieh einfach. Hier voll. Last player standing. Oh nein. Null. Oh, schade. Digga, 8 Hits bekommen. Wieder A. Warum kommt direkt die Frage, wie alt ist Kuba? Oh, verdammt, scheiße. Ja, ich bin 26, liegt noch mal in meiner Mama. Schwierig. Warte mal, ich knife den vielleicht. Ich bin schon in der Kiste. Weggemacht. Yeah! Nein, doch nicht! Ich hab einfach daneben geneift, wie schlecht! Ich hab extra abgelenkt für dich! Ja, ist doch gut! Oh, jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal in Split rein. Ich hoffe, das ist hier alles schon bearbeitet. Nochmal fürs Allgemeinwissen. Split hat den Namen Split bekommen, weil diese Map in zwei Hälften aufgeteilt ist. In die reichen Hälfte, wie man hier sehen kann, und in der armen Hälfte, Chat. Ja? Falls du nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Ja. Arm reich. Okay, sorry. So. Hier sehen wir, das wurde gechanged. Das war ja normalerweise immer bis hier so. Davor war das immer so abgeschnitten. Sau weird war das. Warte, es ist immer noch. Okay, du kannst jetzt. Okay, krass. Es wurde abgeändert. Nevermind. Jetzt kannst du hier runtergehen, ohne Steps zu machen. Das war früher echt schwierig. Das hat mich immer abgefuckt. Okay, das funktioniert. Hier oben wurde auch der ganze Trash entfernt. There. Also die Mülltonne, wo du auch hier oben drauf jumpen konntest. Das gibt's auch nicht mehr. Das heißt, teilweise hast du hier gewallt und konntest dann hier drauf und dann irgendwie auf die Wall. Aber du könntest. Es funktioniert safe. Du kannst dich hier boosten lassen. Also hier, wenn ein Teammate kommt und dann springst du und dann kannst du dich hier boosten lassen. Das geht safe. Dann kommt ihr rein. Das finde ich auch ganz geil, weil ich fand, wenn du hier. Jetzt mal Retalk, wir kennen das alle, wenn hier ein Operator gehalten hat, das war teilweise bodenlos. Und jetzt hast du halt einfach mehrere Peaks. Das kannst du schön mit Double Peak spielen. Das heißt, einer kann von hier unten kommen, peaken und hier oben. Und dann könnt ihr schön Double Peaken. Das ist eigentlich ganz geil. Hier ist es auch ein bisschen breiter gezogen. Weil wenn du einmal hier in der Ecke warst, wir kennen es, Chat, du kamst da nicht mehr raus. Sobald man Cross hat, du bräuchtest das Smoke, sonst bist du fucked. Das wurde ja auch noch geändert. Die Rampe war ja eigentlich so. Die ist jetzt hier so. Kommst hierher, siehst direkt die Rampe. Und die Box, auf der kleinen Box war, weiß ich nicht, so eine Mülltonne, glaube ich. Oder da kannst du normal so hochjumpen und dir das alles scouten. Gibt's nicht mehr. Kannst hier eigentlich trotzdem noch durchspängen. Es war auch mal fucked up. Ja, der wurde hier ein bisschen gekürzt. Finde ich einen guten Change. Bei Retalk, an die ganzen Duelisten, die immer erst da reingehen. Was ist das für ein fucked up, wenn du hier reingeht und ihr müsst oben und unten gleichzeitig checken. Das war so ekelhaft. Also, es ist zu viel zum Checken. Vor allem, wenn der Eingang so klein ist, es gibt zu viele Spots. Das ist auch meiner Meinung nach ein guter Change. Ein sehr, sehr guter Change. Weil du damals hier viel. Du konntest ihn nicht sehen. Also hier, der hier steht, konnte öfters den Kopf sehen. Aber du konntest halt ihn nicht sehen, ne? Na, bist teilweise echt unglücklich gestorben jedes Mal. Deswegen finde ich eigentlich ganz geil, dass Flowers hier so hoch gemacht wurde. Stimmt, das habe ich auch noch vergessen zu sagen, lol. Normalerweise war hier eine Box. Die Box war eigentlich bis hier. There. Und hier so full. Da war der Gang komplett schmal. Jetzt hast du ein bisschen mehr Spielraum. Kannst noch ein bisschen mehr reinlunzen, willst du ja schmeißen. Gibt es sonst noch was? Da, Mitte. Mitte, Chat, hier. Hier war normalerweise noch so eine kleinere Ebene. Weiß ich nicht, da war irgendwie etwas noch. Konntest du irgendwie. Ah, es ist clean einfach. Hier kannst du direkt straight hoch. Und hier war noch ein Balken. There. Der wurde auch entfernt. Also ist alles ein bisschen schlichter und cleaner gehalten. Finde ich besser. Trotzdem glaube ich, dass Split immer noch Split ist, meiner Meinung nach. Wenn man immer noch die Mitte angreifen sollte. Die Map hat sich jetzt dadurch nicht krass verändert oder sowas. Es wurden wirklich nur Kleinigkeiten geändert.